Wie ihr ganz einfach und schnell Google Maps datenschutzkonform einbinden könnt, zeige ich euch in diesem Tutorial. Viele Leute nutzen diese iFrames jeden Tag, und zwar ist die Rede von Google Maps iFrames bzw. Einbindung von Google Maps auf irgendwelchen Webseiten, einfach damit die Kunden schnell zu einem finden. Das kann jetzt aber unter der neuen DSGVO ein Problem werden, denn diese Server, worauf Google zurückgreift bei diesen Einbindungen, stehen im Ausland bzw. Verarbeiten Daten von euren Website-Nutzern ohne deren Einwilligung. Also zumindest, wenn ihr keine Einwilligung vorher von den Nutzern erhoben habt. Und das machen die meisten nicht. Deshalb müssen wir irgendwie schauen, dass diese sensiblen Daten, die Nutzerdaten, nicht einfach so an Google weitergesendet werden, sondern erst, wenn der Nutzer damit quasi einverstanden ist, was er in den meisten Fällen ist. Aber dank diesem ganzen Rumgefuchtel müssen wir jetzt auch diesen iFrame besser einbinden, beziehungsweise so einbinden, dass er erst geladen wird, wenn der Nutzer das möchte. Aber auch so das gestalten, dass der Nutzer auch noch versteht, dass da ein iFrame ist. Also natürlich könnte man das mit einem Text machen und dann, wenn du auf den Text klickst, kommt das iFrame. Aber wir wollen das anschaulicher machen, damit halt der User weiß, oh, guck mal, hier unten habe ich noch ein Feature, das ich erst aktivieren muss, aber dann funktioniert es auch. Also starten wir mal direkt rein, und ich bin jetzt hier erstmal im Maps unterwegs, und zwar habe ich hier mal den Bundestag rausgesucht, den binden wir heute mal einfach ein als Beispiel. Und wenn ihr hier in Google Maps rein seid, dann könnt ihr hier oben einfach euer Unternehmen oder irgendwas suchen, drückt hier auf Teilen, Karte einbinden, und schon haben wir unseren iFrame, der ganz normal ist. Wenn wir den jetzt hier einfach mal kopieren, in unseren Pen hier drüben einfügen, sehen wir hier unten schon ganz easy. So sieht das auf den meisten Seiten aus, aber wir wollen jetzt quasi das so ähnlich haben, aber erst muss der Nutzer quasi einverstanden sein, dass wir eine Verbindung zu den Google-Servern aufbauen. Und deshalb habe ich dir mal was vorbereitet, und zwar machen wir das ein bisschen schöner, und zwar legen wir ein Bild dahin. In den meisten Fällen kann man einfach eine geblurrte Version, also eine so ein bisschen schwammige Version von den Google Maps Inhalten nehmen, damit der Nutzer weiß, was das ist, und schreibt dann da einen Text drauf, kann ihn da drüber legen, kann irgendwas, damit der User weiß, was da zu tun ist, also zum Beispiel hier klicken, und dann zeigen wir erst den iFrame an. Das brauchen wir jetzt einfach mal frei Schnauze los. Ich habe jetzt hier mal vorbereitet, und zwar machen wir erstmal einen Link. Den Link füllen wir mit unserem Bild, wie ich das eben schon gesagt habe. Das heißt, wir werden jetzt hier rein ein Bild klatschen. Das heißt, wir haben hier oben einen Link mit einer ID-Bild. Das ist, damit wir den Link wiederfinden, damit wir wissen, worum es geht. Dann haben wir hier als Verlinkung erstmal eine Raute, weil es geht nirgendwo hin. Und on-click führt dir eine Funktion aus. Diese Funktion heißt Block. Die müssen wir jetzt auch oder können wir direkt hier drüben im JS schon mal anlegen. Die füllen wir gleich, und bis dahin müssen wir jetzt hier erstmal auf der anderen Seite im HTML noch ein bisschen weitermachen. Also wir haben hier oben, wie schon gesagt, einen Link erstellt, und wenn wir auf diesen Link klicken, führt er diese Funktion hier drüben aus. So, da drin haben wir ein Bild, jetzt hier einfach mal ein Image mit 100% Weite, ist jetzt einfach mal so ein Demo-Image, wie schon gesagt, hier kommt dann euer zum Beispiel geblurrter Google Maps-Eintrag, also ihr macht quasi einen Screenshot von eurem tatsächlichen Maps hier zum Beispiel, setzt da so einen gaussischen Blur drauf, also dass es so ein bisschen unscharf wird, und macht zum Beispiel noch einen Text drauf, klicken Sie hier, um ja, Google Maps anzuzeigen, und dann irgendwie klein darunter noch mit dem Klicken laden Sie Google-Inhalte, also noch so ein Disclaimer, da haben wir dann die Einwilligung, damit der Nutzer klar erkennt, wenn ich jetzt klicke, dann werden meine Daten gesendet. Also das ist ganz klar, dass das zu Vorschein kommt, und damit wir nicht nur so einen ollen Text haben, machen wir das einfach mit einem Bild, und ja, dann ist alles wunderbar. Das Bild muss die gleiche Größe haben wie unser iFrame. Ich nehme jetzt einfach mal unseren iFrame, den habe ich hier schon mal vorbereitet. Den müssen wir noch ein bisschen modifizieren, und zwar, wir hatten ja hier drüben den Code hier. Wir haben den jetzt aber ein bisschen modifiziert, und zwar sieht er deutlich weniger aus, und zwar, weil die Source fehlt. Ihr seht hier, die Source ist hier nicht eingefügt, und zwar ist das hier dieses lange HTTPS Google bla bla bla, das haben wir hier nicht dabei, sondern wir haben hier erstmal ein iFrame erstellt mit Style None, damit wir ihn nicht sehen. Style None, was habe ich? Display None, also damit wir ihn nicht sehen. Dann haben wir auch ihm eine ID gegeben, damit wir ihn wiederfinden. Dann haben wir ihm eine Breite auch von 100 gegeben, eine Höhe auch von 360, damit das mit unserem Bild hier oben zusammenpasst, also damit wir eine gleich große Größe von beiden haben. Frame Border 0, also dass wir keinen Rand haben, und dass das wirklich auch von dem Browser nicht so interpretiert wird, dass wir hier keinen hässlichen Umrandung noch haben. Haben wir nochmal Border 0.
Das ist aber alles hier, also bis hier ist alles quasi im Standard-Iframe mit drin. Wir haben jetzt einfach nur als ID-Karte hinzugefügt und als Style-Display-None, dass wir ihn halt nicht sehen. Jetzt können wir es auch schon ganz fix an den JavaScript-Block machen. Der ist jetzt vielleicht ein bisschen, weiß nicht, komplex ist er eigentlich auch nicht. Und zwar haben wir hier drin, ich habe das jetzt hier auch schon mal vorbereitet, damit das alles ein bisschen schneller geht, haben wir hier drin einmal unsere Source, die wir hinzufügen und dann einmal noch, damit wir die unterschiedlichen Sachen anzeigen. Das heißt, wir gehen das mal durch. Wir haben hier oben einmal Document Get by Element by ID und Karte. Das heißt, er sucht jetzt nach dem Element mit der ID Karte. Das ist unser iframe hier unten und löst dort eine Source von unserer URL, die wir eben hatten, ein. Also quasi, wenn wir uns hier nochmal unseren Code kopieren und rübergehen und hier unten mal einfügen, damit wir es sehen. Hier quasi haben wir diesen ganzen Bums haben wir jetzt quasi hinzugefügt. Das heißt, das ist hier unser Code, den wir auch hier drüben haben, unsere URL und hier Source fügt er quasi selber ein. Und das ist auch schon der Punktus Knactus, also der Punkt, wo es den Unterschied macht. Hier haben wir noch unten Document Get Element by ID. Das heißt, er sucht sich jetzt die ID mit Bild. Das ist ja hier oben unser Link, den blendet er aus. Das heißt, er macht Display None und er sucht sich das Element mit der Karte. Das ist ja hier unten das. Und zeigt das an. Also das heißt, wir haben jetzt quasi on-click, weil wir es hier oben so definiert haben. On-click blendet sich der Teil aus, blendet sich der Teil ein und dann wird erst die Source verknüpft. Würden wir die Source jetzt schon hier verknüpfen, würde er beim Seitenladen schon auf die Google-Server hinzugreifen. So stellen wir jetzt quasi an, dass er nur bei On-Click auf diese Google-Server zugreift und damit dann unseren iframe lädt. Und das können wir jetzt auch direkt mal ausprobieren. Wir sehen hier unten schon, das Bild ist natürlich klickbar durch den Link. Und wenn wir hier draufklicken, lädt er unsere Inhalte und wir können hier ganz normal navigieren, aber es lädt halt nicht direkt vom Anfang. Das heißt, er fügt es quasi ein und somit seid ihr sicher, weil dann erst, wenn der User wirklich interagiert, also die Zustimmung durch einen Klick geht, aber das müsst ihr auch kennzeichnen, also dass der User auch weiß, was er tut, dann habt ihr quasi euer iframe geladen und der Drops ist gelutscht und ihr könnt ganz easy peasy dann ja eure Map-Sachen weiterhin nutzen. Also es ist ganz einfach, wir blenden hier nur Sachen ein und aus und ersetzen einmal die Source und schon ist der Drops gelutscht. Also im Großen und Ganzen ist es natürlich doof, weil es macht alles ein bisschen umständlicher, aber es funktioniert wunderbar und besser so einmal ein bisschen vorsichtiger sein, als dann für ein kleines Unternehmen irgendeine Abmahnung zu provozieren, weil ihr Google Maps Inhalte falsch eingebunden habt oder richtig eingebunden habt, aber nicht mehr datenschutzkonform. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann auch den Code findet ihr unten in der Beschreibung auch verlinkt und wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder, immer um 16 Uhr neues Tutorial auf diesem Kanal. Macht's gut, bis dahin und ciao.